Morgen und willkommen zurück bei den Wolfs. Wir sitzen gerade im Zug auf dem Weg erstmal jetzt nach Mannheim, dann nach Basel und dann geht es von da aus für uns erstmal in ein Hotel. Und ja, wir sind hier schon versorgt mit Frühstück, mit Dylan. Dylan ist auch mit dabei und guckt mal, was er anhat. Ja, hier, Supporter. Und es gibt natürlich auch einen Kaffee von Starbucks, genau. Heute Morgen wieder voll der Struggle, Tobi und ich total verpennt, so üblich wieder für uns, echt so typisch. Und wir haben halt leider eigentlich gar nicht so den langen Weg zum Bahnhof. Das Problem ist, oder zum Flughafen nach Köln ist auch nicht so lang. Bloß wir fahren immer über eine Autobahn, ich glaube, es ist die A4, ne? Über die A4 und die ist brechend voll, Berufsverkehr, klar, normal, ne? Dass jede Autobahn ist voll und da staut es sich immer so enorm, dass wir tatsächlich 50 Minuten brauchen. Und wenn der Zug um 55 geht, 7.55 Uhr, man um 7 Uhr aber erst losfährt und dann noch parken muss, zur Apotheke muss, Starbucks-Kaffee und noch einen Bäcker besuchen möchte derzeit. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Irgendwie war es dann doch ein bisschen zügiger, der Verkehr. Ja, und wir sitzen jetzt hier komplett versorgt. Und die Sonne scheint natürlich auch. Und ich freue mich voll, weil ich war noch nie in der Schweiz. Und es wird langsam mal Zeit. Ich habe mir gerade mal einen Pullover drüber gezogen, weil es doch ein bisschen frisch ist. Und ja, wir haben voll das coole Hotelzimmer. Hier ist unsere Eingangstüre. Wir haben es eben, als es noch dunkel war, gar nicht gecheckt, dass man da irgendwie durchgehen kann. Hier ist unsere Toilette. Da ist eine Garderobe. Hier kann man durch. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank, eine kleine Sitzecke, einen Schreibtisch, den Fernseher. Mit Minibar und so einem kleinen Sideboard und den Tobias, der schon im Bett liegt. Also ein schönes, großes Bett. Und da ist unser Badezimmer. Tada! Cool. Sehr, sehr nice. Und wir haben jetzt gerade schon Essen bestellt, weil wir noch nichts gegessen haben. Mega Hunger. Ui. Das darfst du aber nicht machen. Oh, für mich ist das okay, aber Tobi ist ja so ein bisschen der Schisser hier, was Höhe angeht. Naja, auf jeden Fall, so sieht unsere Aussicht aus. Und das Witzige ist, wir sind in Basel angekommen und jetzt sind wir in Lörrach, glaube ich, heißt es hier. Und das ist wieder Deutschland. Also doch nicht Schweiz, aber wir fahren gleich noch nach Basel. Und genau. Jetzt erstmal kurz chillen, essen, fertig machen und dann nach Basel. Being here is sort of a coincidence for me, but it happened, so I don't know much about the history and of Basel and I don't know the architecture in the city, but I know. Also das ist gerade Magda, die stellt sich gerade vor und sie gibt uns hier heute eine Führung über ein paar schöne Plätze hier in der Schweiz, hier in Basel. Und die werden wir besuchen und heute auch ein paar Fotos machen. Und dann nehmen wir euch heute auch ein bisschen mit und genießen den Sonnenschein. Heute auf der Lemetti dürfen wir heute begrüßen. Die seht ihr jetzt gleich. Okay, warte, Lohan, die Executions ist halt ganz okay. Ist ganz okay. Ist das Basel oder New York? Ich weiß es gar nicht. Wow! Oh, Fahrpreise gibt's ja auch. Für die Fähre. Oh, okay, aber es ist schön.
sehr schön hier. So, ihr seht in 3, 2, 1 die Aussicht. Wuhu! Mega schön. Okay. Ich hab's gelernt, ich konnte es gestern kurz. Ich hab's wieder vergessen. Ja. I'm sorry, this is the first time. I'm giving the tour, so no judge. I'm a bit nervous. Yeah, so and you already have the pictures. You can move to the second spot. Yeah? Yeah, sure. Okay. Alle verfolgen diese. Scheiße. Hab ich gern gemacht. Irgendwie läuft's gerade nicht so. Du musst nach vorne. Ja, aber ich habe ja nicht bezahlt. Cheese. So läuft's ja immer. Alle wollen Fotos und Bilder machen. Dann. Über dir. Vorbei. Sind wir hier in der Innenstadt. Ach, guck mal, da ist ja sogar ein Fasselstore. Oh, ja. Shanti wollte dir damit sagen, ihr habt alle reingeguckt. So, hier ist es. Voll schön, Leute. Fasselstore und das hier ist das Ding. Cool. Ja, genau, das ist der Fasselstore. Hey, cool. Gerade passiert. Ich hatte einen Vogel eingeklappt. Mare, bring Nein! Das bringt Glück. Das bringt Glück. Ja, klar. Das ist eine erfundene Sache. Eigentlich heißt es, wenn man in Hundescheiße tritt, bringt es Glück. Aber wenn Vogelscheiße auf deiner Hand ist. Bringt's Glück. Habt ihr auf Sonne gestellt? Ja, nee. Ja, ihr müsst auf Sonne stellen, Ladies. Es gibt Essen. Tobi und ich haben uns für Apfelkuchen entschieden. Katrin und Paddy haben Quiche. Rhabarber-Torte mit Sahne. Ah, nee, das ist das Test. Und jetzt genau. Jetzt kommt das Essen. Ja, und jetzt mampfen wir hier erstmal ein bisschen gestärkt und danach geht's weiter mit der City-Tour. So, Leute, wir machen gerade eine Kaffeepause. Und ich kann wieder nichts hier. Shantis Handy, Alter. Nein, voll komplett. Was denn? Ich habe auch dein ganzes Handy, siehst du nicht? Die Dylan sagen würde, mit der faulsten Fähre, die es gibt, sie hat einfach keinen Motor, sie funktioniert hier per Seil und per Strömung halt von der Fähre. Das heißt, die lehnt sich genauso gegen die Strömung und wird dann quasi rübergetrieben. Cool, ne? Voll cool. Ja. Wir machen die ganze Zeit Bilder. Yep. So sieht's nämlich aus. Instax. Dienstagsbilder. So. Oh mein Gott, du bloggst. Die Leute fragen sich, warum gehst du hier mit dem T-Shirt rum? Ja, es ist ein ganze 9 Grad, Leute. Sommer. Das ist die Erklärung. Brenne. Ich habe gerade eben noch zu Malen gesagt, boah, ich hätte gerne noch einen Pulli unter der Jacke angehabt. Was? Also in dem Moment sieht er sein Pulli aus. Ja. Ich kauf dir einen ab 5. Ich kauf dir einen ab 5. Ein 5-5er? Ja. Nee. 10. Das sind auf ASUS 20 Euro gekostet. 10. Ich mache ja Minus. Nee. 10, weil dein Körpergeruch dran ist. Nee, deswegen kostet es ja mehr. Das ist der Aufschlag. Ach, so ist das. 15. Er überlegt. 25. Alter, 18. 25 ist mein letztes Angebot. Wir machen glatte 20, du hast alles wieder raus. Nein, legt sich so tot. Aber es war schön zu wissen. Ach, guck mal, Schatz, da drüben sind Katzen. Oh. So, Leute, nun ist der Abend angebrochen. Wir sind gerade eben vom Event weg. Und es war mega cool mit Fossil bei der Baselburg mit Fossil. Wir konnten die Ausstellung alles sehen. Davon habt ihr ja auch schon einen Teil gesehen. Und wir waren ja heute auch viel unterwegs in Basel. Das war mega schön.
Wir haben jetzt hier gerade noch ein gemütliches Abendessen zusammen mit Fossil. Und ja, werden jetzt gleich ins Hotel gehen, aber dann geht es noch ein bisschen weiter. Dylan und ich haben große Pläne. Wir wollen gleich Sport machen gehen, irgendwas so um die 24 Uhr, weil wir gehört haben, weil das Gym so 24 Stunden drauf hat. Das heißt, why not? Morgen müssen wir ein bisschen später erst raus, der Zug fährt erst ein bisschen später. Und wie gesagt, der Abend klingt noch ganz entspannt aus. Wir haben super lecker gegessen und ja, ich glaube, wir werden noch gleich aufbrechen. Jetzt geht's ins Taxi. Hallo. Hallo. Welcome. Thank you. Ja. So, jetzt sind wir im Taxi. Also wir haben hier noch einen Platz. Wir haben noch einen Platz. Hallo. Achso, okay. Tschüss. Wir haben noch einen Platz, wir haben noch ein ganzes Taxi. Hast du meinen Rucksack? Ja, den habe ich. Okay, super. Der ist da. So, anschnallen. Und los geht's nach Hause. Wir wissen ja wohin. So Leute, wir sind wirklich im Gym. Jawohl! Ach schade, dass sie nur ein Rudergerät haben. Ja. Aber da gehe ich noch gleich dran. Wie lange machst du? Ich würde 20 Minuten. Oh, cool. Und Lil läuft Marathon. So, los geht's. So, jetzt heißt es duschen gehen und ab ins Bett. Leute, und damit endet auch der Vlog. Ich muss jetzt leise sein, weil Maren schläft schon. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Bis dann. Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einem neuen Vlog. Maren und ich. Bei den Wolfs. Wir sind wach. Bist du schon angezogen, Maus? Nee, noch nicht. Okay. Und ja, wir haben alles soweit zusammengepackt. Jetzt geht's runter zum Frühstück und gleich zum Zug. Und dann nach Haus. Ich check jetzt schon mal für uns aus. Damit das auch klappt. In 25 Minuten kommt der Zug. Und ja, ich möchte pünktlich einfach am Gleis sein. Maren ist jetzt gerade erst ihre Sachen am Zusammenpacken. Ich habe das schon heute Morgen ganz früh gemacht. Aber so, wie gesagt, versuche ich jetzt schon mal auszuchecken, während sie in Ruhe zusammenpacken kann. Dann gehen wir uns auch nicht gegenseitig auf den Sack, weil das passiert auch sehr oft. Wenn Maren in Hektik verfällt, dann gehen wir uns sehr auf den Sack. Ich kann auch sehr ungemütlich dann sein und dann sagen, du hattest doch genug Zeit dafür. Wie das halt so ist. Und ja, jetzt checken wir aus. Wir sind auf dem Weg zu Henrys und ich habe Blumen auf meinem Schoß. Hier hat der Tobi gerade eben geholt und die sind für die liebe Julia. Wir treffen uns nämlich mit ihr jetzt. Wir haben uns so verdammt lang nicht mehr gesehen und freuen uns jetzt richtig drauf. Und ja, sie hat jetzt Geburtstag gehabt, deswegen bringen wir jetzt noch Blümchen mit und dann werden wir uns schön zu Henrys setzen, ein bisschen labern. Wir wollten denen eventuell gleich noch die Wohnung zeigen und ja, einfach ein ganz, ganz entspannter Abend. Ich freue mich richtig. Übrigens, meine Zahnspange, Leute. Also, ich glaube, es funktioniert. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass es funktioniert. Auf jeden Fall ist es gerade so, ich habe durchgehend, also ich habe gar keine Schmerzen. Und ich habe auch gar keinen Kieferknack mehr. Jedenfalls rechts auf gar keinen Fall mehr. Links eventuell noch, ja, links habe ich noch. Aber was ich krass finde, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, als hätte ich, naja, wie so eine Kiefersperre. Klingt jetzt erstmal richtig brutal, aber ich kriege meinen Kiefer gar nicht mehr so weit geöffnet. Und es fühlt sich so an, als hätte es sich langsam wieder eingehakt. Und jetzt fehlt nur noch die Seite, die sich einhaken muss. Drück mal die Däumchen, dass es funktioniert. Also meine Schiene ist hier unten, die sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Und wie gesagt, mein Mund, da mache ich auch nicht weiter als zwei Finger auf. Ich kann ihn auch gar nicht weiter mehr als zwei Finger aufmachen. Wir sind pünktlich. Selten. Selten, aber tatsächlich pünktlich bei Henrys. Ich habe so Hunger. Ich weiß nicht, ob die schon da sind. Ich glaube aber, ich kann mir vorstellen, ja, die sind immer pünktlich, überpünktlich. Leute, wir sind in der Wohnung und wir zeigen dir gerade Julia. Exklusiv. Exklusiv. Und ja, Leute, wundert euch nicht.
Wir mussten jetzt, weil die Küche ja am Mittwoch kommt, mussten wir die Steckdosen nochmal verändern und das haben die jetzt hier gemacht. Sieht richtig gruselig aus. Ich hoffe, dass das wirklich bis Mittwoch gemacht ist, aber dürfte eigentlich sein. Und ja, Julia findet unser Klo, unsere Toilette sehr einladend, hat sie eben gesagt. Sehr gut. Und am Montag kommt unser Bett. Unser Bett, ich freue mich. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich bin froh, dass es hier gerade ja, seinen Lauf nimmt, weil ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass das hier nicht mehr passiert. Darauf warten wir nämlich schon ziemlich lange mit den Steckdosen. So, nachdem wir noch ganz entspannt Julia und ihrem Freund die Wohnung gezeigt haben, sind wir jetzt auch nach Hause gekommen und werden jetzt schlafen gehen, Leute. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Also bis dann. Tschüss.